Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel und ich habe jetzt endlich mein Item und zwar so eine Steinschleuder oder Schleuder, Eierschleuder eigentlich. Und ja, ich will die euch mal unbedingt noch direkt zeigen, Alter. Warte mal, Muni? Muni mit Höllen? Warte mal, warte mal, warte. Ich mach was, was richtig cool ist. Ja, was? Bui! Verstehe ich nicht. War cool, oder? Ja, nee, eigentlich nicht. Aber oh nein, guckt, auf die YouTuber guckt euch das mal an. Hä? Zack. Hier, das ist zack. Nein, hä? Das ist nein. Und jetzt, pass auf. Ja. Boom! Oh, Alter, du hast den kleinen Pups erledigt, Junge. Ja, und du hast die kleine Muni erledigt. Alter, checkt ihr, was das hier für ein krasses Item ist? Es gibt zwei verschiedene Fähigkeiten. Einmal kann das so richtig krass rumbouncen. Ich mach das hier nochmal. Guck mal, zack. Und dann explodiert das so. Wow, schieß mal auf mich, schieß mal auf mich. Okay, ich schieß auf dich. Warte, warte. Das detoniert das nämlich direkt bei Körperkontakt. Pass auf, 3, 2, 1 und boom! Aua! Das hat mir 4 Herzen weggenommen, Junge. Ey, das ist so krass. Und dann, ey, wenn mich irgendjemand belagern sollte, ja, irgendwer drückt mich so gegen die Wand, da mache ich einfach so. Was da? Nein, das ist runtergefallen. Aua, aua. Warte, warte, warte. Eigentlich sollte das so passieren. Zack. Habt ihr das gesehen, Alter? Ja, warte, warte, so. Bam. Das ist einfach mein Schuss. Oh, nein, oh, Yeppi, ja! Sein ekliger Furz, Alter! Bäh! Hey, ja, man sieht's. Geh mal auf Toilette, Alter. Aber guck mal, wie viel Schaden sein Furz aber auch macht mit dem Gift. Und jetzt stell dir vor, ich werf da mit meinen Eiern so richtig hart rein. Ja, richtig cool, Bro. Oh, wieso bist du jetzt traurig? Keine Ahnung, ey. Ich hab nur diese blöden Herzen. Ich kann sonst gar nichts, ey. Ja, du hast eine komplette... Selbst Snoopy hat irgendwas. Ich weiß. Snoopy, Junge. Ja, als nächstes klopft die auch noch irgendwas, Alter. Keine Ahnung, ey. Klopft die? Der kriegt wahrscheinlich gar nichts mehr. Der kommt ja gefühlt gar nicht mehr. Ich bin richtig enttäuscht von dem. Klopft die hat richtig viel zu tun, Alter. Und ich sag dir ehrlich, ja, Bro, aber wo ist er denn? Weiß ich nicht. Er ist auf der Weltreise und macht gerade für uns Dinge und macht außenpolitische Sachen, ey. Mann, dieses blöde Schwein da hinten provoziert mich. Ich find's traurig, ey, dass ich nix hab, Mann. Ich hab nur meine Herzen, ey. Bro, du hast die kompletten Höllenkrieger zum Anführen und alles drum und dran mit mir zusammen. Ey, ja, das ist auch was. Auch, aber guck mal, du hast vielleicht jetzt noch nichts, aber vielleicht kriegst du ja auch noch was. Hä? Wirklich? Weißt du da was? Nee, ich weiß nicht, aber guck mal, von der Reihenfolge her haben die Holzköpfe jetzt erstmal was bekommen. Und ich werde hier in meinem Item, da steht ganz genau drin, Moment, hier, Kiro Slingshot und da steht dran, verschießt die geballte Wut und Zerstörung von Kiro, dem Höllenlord. Alle Unwürdigen sollten besser die Finger davon lassen. Das ist die Beschreibung von meinem OP-Item, Bro. Kannst du mir das mal geben? Ich kann es leider nicht droppen, guck, wenn ich es versuche. Wie, das kann man nicht es ist droppen. Einfach was an mir gebunden, denn? Ich kann es nicht loswerden. Was ist das für ein Quatsch, Junge, dann töte ich dich einfach, Junge. Es gehört einfach mir, wenn ich es mal hier so rausziehe. Nee. Und was ist, wenn ich dich töte? Dann droppt das auch nicht, es bleibt direkt in meinem Inventar. Mann, ey, ich will auch so ein Ding haben, das ist voll cool, Alter. Das ist viel zu krass, Bro, und deswegen... Ey, wir müssen das an Leuten austesten. Ja, safe, ich muss jetzt auch noch meinen Shader anmachen, dann sieht das hier, guck mal, oh, dann sieht das hier richtig aus wie eine Hölle. Oh. Mal, Junge, das ist unsere Höllenkriegerburg, Alter. Ja, richtig, das gefällt mir richtig, wie das hier so... Höllenkrieger. Ja. Wir sind die Höllenkrieger! Wir sind die Höllenkrieger! Ey, wo ist jetzt Steinchen eigentlich hin? Und du hast keine Glieder, wow! Ja! Weil wir schneiden sie ab! Du bist Bam. Einfach ein Niemand! Oh mein Gott, boah, ich kann ja wirklich rappen! Du bist voll krass im Freestyle! Das war ehrlich krass, schreib das auf! Ich hab's schon wieder vergessen. Okay, pass auf. Wir sind die Höllenkrieger, wow! Und du kommst immer wieder, wow! Ja. Denn du hast keine Glieder, wow! Ja. Denn du bist einfach ein Niemand! Ja! Alter, was denkst du, was geil. Ein Hit, Junge? Geil. Das wird ein richtiges Hit. Das wird richtig geil, Bro. Hast du Bock, mit mir zusammen den Song zu machen? Ja, Mann, lass das machen! Ja, Mann, Alter! Wo ist Alpha-Steinchen? Der muss auch ich weiß Spaß nicht, ich wusste, der ist irgendwie nicht mehr online. Aber weißt du, wer online ist? Pishta, Sue, okay? Schattenloser. Dann haben wir die Krümelkrieger Tridan und Zitashi. Das ist gut. Die werden wir fertig machen. Ja. Also ich werde denen auch mal so nochmal eine Machtdemonstration geben. Die haben, glaube ich, noch nicht ganz erkannt, was mein Item eigentlich wirklich so drauf hat.
Boing, 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 boing. Und boom! Wir sind die Höllenkrieger. Ja! Wo kann man denn mal wieder? Aber warte mal, Tobi ist auch online. Ich schreib ihn mal. Ich schreib ihn mal vielleicht. Wo bist du? Frage ich ihn mal. Oh. Ja, warte mal, die Nachricht geht nicht durch, weil du gerade angegriffen wurdest von mir sozusagen. Da kann man einfach keine Nachrichten schreiben. Egal, das ist auf jeden Fall krass, Freunde. Ihr müsst wirklich mal verstehen, wenn Steinchen, Snoopy und ich uns zusammentun, wegen diesem Items zusammenhalten, ja. Snoopy mit seinem Schweinchen, mit seinem OP-Schweinchen. Steinchen furzt die Leute einfach alle an und vergiftet sie. Und dann komme ich mit meinem super OP-Ei und die explodieren dann alle und sterben und so. Ja, und Timmy ist auch dabei. Und Timmy ist dabei, ja! Ich bin auch dabei. So, ich habe jetzt konnte ich Tobi schreiben. Ich konnte Tobi jetzt schreiben. Er hat geschrieben, er ist bei seinem Haus. Also in welche Richtung müssen wir hier raus? Moment. Egal, ja, hier wo, lang, hier lang. Wir hier was aufmachen, so. Nein, nein, ey! Lass das! Timmy dreht komplett am Rad wegen dem Song. Ey, aber ich glaube, ich werde ihm auf jeden Fall helfen, einen Song zu machen. Das wird nämlich richtig krass. Aber wir gehen jetzt erstmal zu Tobi, weil Tobi muss auch nochmal erkennen, was für ein krasses Item das jetzt eigentlich hier geworden ist. Ich hoffe, Timmy findet den Weg und kommt dann mit zu Tobis Haus. Und ja, Freunde, ich glaube, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch unbedingt noch den Kianis Distrack an. Der ist nämlich Samstag rausgekommen. Jemand. Was machst du denn hier jetzt? Was machst du jetzt hier? Moment, Tobi, triffst du dich gerade mit Sue, oder? Ja, ich wollte was mit ihm besprechen. Oder er wollte was mit mir besprechen, andersrum. Das ist ja... Okay, das ist jetzt wirklich ein krasser Zufall. Was geht ab, Alter? Tobi, ich muss dir unbedingt was sagen. Wie sagst du Munis Kopf auf? Pass auf. Du musst mir sagen, ob das gut ist oder nicht, ja? Kiro weiß schon. Ja, haut ab. Wir sind die Höllenkrieger, wow! Und schon immer wieder, denn du bist einfach ein Niemand, Ja, ist das? Da, wir machen schon mal die Vorbereitung für Timmy einen Sorgen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall Neuigkeiten. Ich habe nämlich eine ganz neue Mechanik mit meinem Item rausgefunden. Ich meine, du hast es ja schon im Stream gesehen. Ne, es kann ja einmal bouncen, ne? Machen wir das mal hier so, boing, Gott, boing. Das Haus geht kaputt. So, und... Bam! Boom, Junge! So, dann haben wir herausgefunden, dass wenn ich so an der Wand stehe, dass es instant explodiert. So, für die Selbstverteidigung. Und jetzt gibt's die komplett neue Mechanik. Und zwar, Timmy, stell dich mal irgendwie da hinten kurz mal hin und zieh dir eine Rüstung an. Du bist jetzt meine Zielperson. Guck mal, wenn ich ganz genau jemanden treffe, dann passiert Folgendes. Das ist viel zu krass. Ich habe gestern wohl, was heißt gestern, am Samstag habe ich wohl niemanden richtig direkt getroffen. Oh. Ich war einfach zu schlecht im Ziel, jetzt mal Real Talk, aber ich habe dann gestern, war Pischer noch live und hat Beule geärgert. Beule ist übrigens wieder da. Und da habe ich ihn einfach. Da? Ja, richtig. Und da habe ich Pischer 3 Totems einfach abgezogen, weil er eine Elytra die ganze Zeit hatte, der Trottel. Cool, Bro. Richtig cool. Ja. Ey, nein, komm mal, Timmy, wir versuchen jetzt was. Heftig. Hat Timmy schon Item? Nein. Ja, guck mal. Noch ein bisschen mehr drauf rum, dass ja, ich jetzt warte, komm, ey, Bro, wir gehen jetzt zu Mira. Nichts. Wir gehen zu Mira. Ich versuche wieder mit ihr Kontakt aufzunehmen, meinst auch wenn sie gerade nicht mehr mit mir reden wirklich? Will. Denkst ja, du, Bro. Meinst du wirklich, du hast einen guten Komm, wir Rat quatschen. Ja, komm. Ja, dann viel Glück, Jungs. Ja, Tobi, wir sehen uns, Alter. Nein. So, ich versuche jetzt nochmal Kontakt mit Mira aufzunehmen. Auch wenn das nicht geklappt hat, die Tage. Ich bezweifle auch irgendwie, dass das funktioniert, aber wir lassen es mal nicht unversucht, Timmy, Alter. Kiro, guck mal, es kann auch einfach sein, dass ich einfach nicht mehr, dass ich mir einfach zu viel verspielt habe mit Moni und so. Guck mal, es kann ja wirklich sein, dass das einfach Mira denkt, dass ich kein Höllenkrieger bin. Und da hört uns jemand zu, Alter! Was, wo? Da drüben, ey, das ist doch dieser blöde Kashi oder Tridan, wie der heißt. Dieser Tridan, der hört uns bis hierhin nicht, Bro. Ich zeig dir was. Was macht der jetzt? Timmy, was machst du? Du singst. Wenn du sneakst, dann hört er dich nicht.
Was machst du? Ey, ich glaube, der ist gerade gar nicht am PC. Wir könnten den eigentlich total easy umbringen. Lass ihn mal einbauen, Bro. Nein, jetzt, wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen mit Mira jetzt quatschen. Er ist wirklich Nebensache, okay? Deswegen. Okay. Mira, Mira, Schattauer, Mira, erhöre mich. So redest du mit Mira? So habe ich bis jetzt immer Kontakt mit dir aufgenommen. Dann bin ich auch so. Respektiere die Art und Weise, wie ich mit mir. Nein! Bro, du hast ja jetzt halb hingekotzt. Genau, was soll das? Junge. Nein, red ich nicht! Was redest du da? Also, guck mal, wenn du sie wirklich so respektlos behandelst, dann wundert mich das nicht, dass du noch kein Item hast. Okay, ich mach's jetzt respektvoll, warte. Liebe Mira, Bro, was? Das ist doch weit entfernt von überhaupt irgendwas. Hä? Das ist voll lieb, was ich da mache. Ah, jetzt sei ruhig, lass Moni mich mein Ding machen. Mir hat das immer gefallen. Ja, toll. Ja, stehst du immer noch auf Moni? Ja. Nein. Ja, dann red doch nicht so über sie. Jetzt lass mich kurz mein Ding machen. Okay. Mira, Mira, Schattauer, Mira. Warum lachst du? Weißt du, wie ich das anhört? Bro, ich rufe sie. Na, pass auf, kennst du von Star Wars Jabba the Hutt? Ist das jetzt der Ernst? Bro, ich dachte, du brauchst Hilfe wegen deinem blöden Item, Alter. Das will Mira mal fragen. Ich wusste ja nicht, dass du so ein Ritual mit der Eulen hast, Alter. Bro, sie hat, weißt du, wie oft sie schon mit mir geredet hat? Ja, okay, dann ich bin gespannt, vielleicht antwortet sie. Ja, jetzt sei leise. Reiß mich jetzt zusammen. Leise. Ja. 3, 2, 1, ruhig. Okay. Mira, Mira, Schattauer, Mira, erhöre mich. Es ist wirklich unfassbar mit dir. Was? Bro, warum nimmst du das nicht ernst? Weil das wie Jabba da hat klingt, Junge. Tut es nicht. Mein Gott, ey. Ja, okay, weißt du, dann ist mir auch egal, ob du ein Item bekommst oder nicht. Okay. Nein, einmal, bitte noch einmal versuchen. Bitte, ich gebe auch hier Ritualsachen. Hier, ein Goldapfel, bitte. Ich will wirklich jetzt. Okay, Mira, ich entschuldige mich im Namen von Timmy und Mira, so. Mira, du bist eine Gute und ich werde jetzt nicht lachen. Richtig, okay. Okay, also. Mira, Mira, Schattauer, Mira. Erhöre mich! Der Höllenlord spricht zu dir! Und? Nein, leider wie die Tage davor. Junge, was ist denn das jetzt für ein Quatsch, Alter? Sie redet seit dem Tag. Das ist doch die versteckte Kamera oder so. Nein, seit dem Tag, wo ich Snoopy geholfen habe, dass er sein Schwein wiederbekommt, redet sie nicht mehr mit mir. Das macht mich richtig sauer. Ja, komm, red du mit dir, komm. Das sagst du immer, Mira, Mira, Schatten, Ra, und dann? Nein, ich sag hier, Mira, Mira, Schattawa, Mira. Okay. Mira, Mira, Schattawa, Mira. Und dann? Erhöre mich. Erhöre mich. Und dann? Der Höllenlord spricht zu dir. Der Höllenlord spricht zu dir. Betonst du das so komisch? Der Poet, aber redet sie jetzt? Die antwortet, nein, die schreit an und macht gar nichts. Oh, Mann! Super, Alter, ich krieg nie mein Item, Mann! Ich dachte halt wirklich... das ist voll blöd, Mann. Ich hab mir das doch nicht eingebildet, oder, dass sie mit mir geredet hat. Selbst bei, als Kianis mich hier heimlich mal aufgenommen hat, wie ich mit Mira geredet hat sie auch geantwortet, noch ganz normal. Als ich Snoopy geholfen hab. Sie hat immer geholfen. Warte, ich versuch's nochmal. Mira, Mira, Shatama! Oh, chill, Alter. Du hast das voll mit viel Energie gesagt. Ich muss das auch mit mehr Energie sagen. Okay, ich werde es einmal mit richtig viel Energie machen. Ja, okay, versuch's. Okay. Mima, Mima, Shatama! Ich spreche der Höllenlord! Okay. Und? Ja, das war sehr energisch, aber sie antwortet immer noch nicht. Ach Mann, ey, dann. Keine Ahnung, ey, das ist doch blöd, Mann. Ich hab meine ganze Stimme kaputt gemacht wegen ihr. Ich frag mich jetzt eigentlich auch noch, was Yu vorher bei Tobi wollte. Meinst du, wir finden irgendwas bei ihm daheim? Weiß ich nicht, aber der steht immer noch da drüben. Was? Steht der wo? Was? Weiß ich nicht, die sind bestimmt da drin oder so. Meinst du? Ja, lass mal gucken.
Lass mal gucken, was in seinem Bettschrank ist. Nichts. War da nicht. Was ist hier? Nichts. Oben vielleicht? Warum hat er so viele Nachrufe vom Beule da drin? Was hat er da für ein Zeug? Ich glaube, dem geht's gar nicht mehr gut. Mein Gott, jemand hat seinen Händerchest geklaut! Nein. Wow, aber die sind, glaube ich, nicht hier. Warte mal, vielleicht noch da im Keller, hier in diesem Geheimraum? Ja, warte, da sind die. Sind die da vielleicht noch? Wie fangen wir jetzt? Wir fangen die jetzt ein, Alter. Hier? Ist da unten? Vielleicht, ja, weil wir hören sie ja nicht so. Hat Tobi doch irgendwie Geheimnisse? Naja, er hat eine Freundin, aber ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist. Weiß ich auch nicht. Wir laufen jetzt einfach mal hier runter. Ey, wie lange geht das denn hier runter? Das ist voll satisfying, ey. Ah. Was sind das hier alles? Ich war hier, glaube ich, noch nie. Ehrlich? Ich war hier aber einmal. Warte mal, da ist ein Knopf hier bei dem Command-Block. Ja, also ich soll den drücken? Ja. Soll ich? Ja, hast okay. du noch einen Holzblock oder so? Warte, ich drück drauf. Du blöd Mann! Was machen wir jetzt in der Luft? Nein, Timmy! Wir sterben jetzt! Nein, Wo sind wir? Ich glaube, wir sterben. Warte mal, wir fallen 4000 Meter in der Höhe. Nein, du Doofkopf, ey, wir werden jetzt draufgehen. Ey, nein. Ich hab einen Trick. Hast du Enderperlen dabei? Yeah. Du musst die werfen, ganz schnell überall hin. Werf die Enderperlen hin. Ich glaube, das ist nicht so sinnvoll. Doch, ich hab schon gemacht, mach auch. Nein, wir haben doch Elytra, Ach so. Das reicht doch, hä? Oh, oh. Einfach in der Luft so laufen, Digga, sind wir gerade in Creative Mode oder so? Das ist krass. Wo landen wir denn? Hey, guck mal, ich sehe dich. Die sehe ich auch, guck mal, ich kann moonwalken. Aber ich weiß, es wird gleich draufgehen, Junge. Bro, deswegen warte mal, wir haben noch. Wir sind 1000 Meter jetzt in der Höhe. Hä? Warum fliegt er jetzt? Oh mein Gott, was ist das hier? Moment. Hä? Wir sind hier einfach nur hochgeportet worden? Was ist das denn? Okay. Ich geh mal hier zu der gesprengten Burg von Tridan. Und Timmy ist jetzt futsch irgendwie. Was war das denn für eine Show? Ich hab das noch gar nicht gesehen. Einmal, ich gucke jetzt gerade mal, ob Timmy hier irgendwo landet. Ja, da drüben. Hä? Was war das denn jetzt? Wo bist du? Weiß ich nicht, aber es hat voll Spaß gemacht. Das müssen wir öfters machen. Das muss ich mit Moni machen, sagt er ehrlich. Ja, Skydiving, Bro, das war ja richtig lustig. Alter, Kiro, du hast zwar ein Item und so, ich sag dir ehrlich, das ist alles schön und gut, ne? Aber ein wahrer Höllenkrieger würde das auch richtig einsetzen, Alter. Ja, Digga, vorher war ja Sue hier. Vielleicht ist er bei der Schattenkrieger-Base und so. Lass mal Machtdemonstration machen. Vielleicht sollten wir da mal langsam hingehen, ja, Digga, komm. Normal, let's go, Digga. Weißt du überhaupt, wo es hingeht? Ne? Es gibt einen neuen Weg, du kannst hier rein. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Rein. Das Loch hier, keine Ahnung. Von den Christen. Die haben hier zugemacht. Was ist das denn? Lass durchbauen. Warte, was ist das? Bau durch. Geht nicht, was ist das da? Oh, da, das ist Wolle. Oha, aha. Wie sieht das denn hier aus, Alter? Was ist das hier alles hier? Was soll das? Wer hat das hier gebaut? Digga! Wie ausgerechnet die ist? Reicht uns jetzt mit dir, Alter? Schämst du dich gerade gar nicht? Bro, was für Schämen, Alter! Jungs, wer hat das hier alles gebaut, Mann? Ey, was geht ab, Brian? Ja, wer hat das hier alles geändert? Mit Stace zusammen. Ja, Bro, nachdem die Kristallkrieger eure Haus gesprengt hat, oder was? Nein, ihr wart das. Gibt es was für wir? Es war die Kristallkrieger, Digga. Was haben wir denn davon? Zum 100. Mal jetzt? Ja, eben. Wir haben gar nichts davon. Bro, aber weißt du, wovon wir was haben? Guck mal. Bam, Junge! Let's go! Ja, warte, du wirst Damage abkriegen, okay. Oh nein! Ja! Ja! Auf jeden Fall! Bro, let's go! Ich krieg nicht mal Damage. Bro, nicht mal Damage? Ja, warte. Zack! Ja, Mann! Nein, ganz kurz, lass uns das doch gerne mal testen. Ich krieg gar kein Damage ab. Wie, du kriegst kein Damage? Ja, okay, dann testen wir. Okay, ich nehm's zurück. Ja, richtig so! Ja, hey, wir gehen auf Freddy, der hat gar keine Items! Ja, so wie die Schattenkrieger das immer machen. Ja, du hast keine Items, Junge. Hier! Ey, komm her! Hast du dein kleines Stündchen? Ah, Bro, Digga! Warte, wo ist Sue? Sue ist bei mir! Komm her! Ich krieg ihn!
komischen Aktionen. Das ist ja eine Machtdemonstration. Oh mein Gott, ich habe mich fast getroffen mit dem Ei. Komm her. Ja. Was ist das? Mann. Nein. Bro, wieso geht das durch dich durch? Nein, wo ist das? Warte. Zack, mein Ei kommt geflogen. Ja, bam, Junge. Alter, ist das okay? Was ist das? Er hat mich mal Cooldown. Und nochmal. Ja. Komm schon. Jetzt geht nichts mehr hier. Komm. Jawohl! Oh, ich habe richtig gutes Aim heute. Jawohl. Bam! Komm schon, ich will sein Totem brocken. Nein, Mann, komm. Der soll mal herkommen. Ah, verdammt. Alles gut, ich versuche ein bisschen Damage zuzufügen. Ja, das kriegst du aber nicht hin. Komm schon, Totem kriegen wir bestimmt noch. Ich bin das Totem von ihm. Komm. Ich hab noch die ganze... Digga, er hat viel zu viele Goldäpfel. Nee, er hat das Enderperm. Wo ist er hin? Junge! Und er freut sich. Komm schon, nochmal. Ja. Timmy, rein. Jetzt. Komm schon, so viel kann... Digga, okay. Ich glaube, Timmy, die haben jetzt gesehen, was mein Item kann. Nein, seid ihr zufrieden? Totem von dem Prop, ey. Du kriegst mein Totem eh nicht. Bro, der hat viel zu viele Goldäpfel, das macht gar keinen Sinn. Bro, wir kriegen den Safe. Hä? Was will er jetzt? Was willst du mit deinem Dia-Schwert? Mach der da! Ey, das Skelett ist gegen mich. Ich kann dich die ganze Zeit provozieren. Ekliger. Du kleiner Ekliger. Ich kann das Item nicht nutzen, wenn du da bei ihm schießt, Timmy. Egal, mach einfach drauf. Oh nein. Ich hab vorbeigeworfen. Ey, von hinten kommt jemand. Das Riley. Digga, Riley. Mach Demonstration. Bam! Nein. Und hat's geschmeckt, Riley? Ihr habt sogar die Sprache verschlagen, glaube ich. 20 Herzen. Nein. So was von. Komm, auf ihn. Nein. Hol ihn dir. Ja. Bro, hol die Riley. Riley! Es reicht! Ey, er redet nicht mal mehr! Weiß auch nicht, was der macht. Natürlich rede ich, hä? Was willst du denn von mir? Jetzt! Hau ab, Junge! Er stirbt gleich! Warte, ich werf nochmal! Oh nein! Nein! Ja, er kann nicht abhauen! Warte! Nein! Dieser Ekel, ey! Wo ist Julian? Kämpfen, ey! Nein, die sind abgehauen! Bro, Timmy, wir haben die richtig besiegt! Wir haben die richtig dominiert! Die ganze Base gehört uns jetzt, ne? Das unsere Base jetzt! Ich will deren Base gar nicht erstmal retalken. Ich will gucken, was sie alles hier haben, Alter. Die haben gar nichts hier, ey, guck mal. Was ist das denn für ein Quatsch, Alter, hä? Ach, Bro, ey, lass die Base überrennen, wenn die mal hier was richtig Fettes aufgebaut haben. Lass ihren Base jetzt einfach noch deren Base sein. Die bauen jetzt da hier richtig schön was auf. Da oben ist jemand. Gehört, Jungs, ist euch klar, ne, was ihr gerade gesagt habt? Guck mal, wie die sich gerade feiern. Ich werf dich einfach mit meinen Eiern ab, du Eierkopf. Welche Kräfte bekommen? Bleib doch stehen, ey, Sio, wohin deswegen? Ey, wo geht's wohin hin? Deswegen, hä? Wohin denn? Haust du wieder ab oder komm, was? Komm. Oh mein Gott, das war knapp. Sio, komm doch her. Wir kommen immer wieder. Er haut ab. Er haut ab. Oh, will der kleine Su abhauen? Wo er hin? Da ist er! Oh nein! Hey Su, was geht? Ja, okay, er ist weg, Bro. Er ist nicht weg, der rennt hier die ganze Zeit rum. Wer geht einfach? Hä? Wo sind die jetzt hin? Diese Runde haben wir, glaube ich, gewonnen. Ja, die haben wir safe gewonnen, Timmy, Digga. Freunde, wir haben es ihnen richtig hart gezeigt, Alter. Ja. Jetzt haben wir keine große Klappe mehr, Alter. Bro, mein OP-Alter wird die richtig noch besiegen. Nee, ich habe keinen Bock jetzt. Komm, lass gehen. Ich habe keinen Bock mehr, mit denen zu reden. Lass einfach gehen. Und wieder. Ich glaube, die haben jetzt gecheckt, Timmy, Alter, was hier bedeutet, mit den Höllenkriegern sich anzulegen. Ja, Mann. Sag ich dir ganz ehrlich, Alter. Haben voll gecheckt, Junge. Das sind voll ja, Mann. Ey, ich bin gerade voll in Sprenglaune, Alter. Ich auch. Komm mal her, Bro. Wäre voll lustig, wenn wir diesen Eingang dazu betonieren. Oh mein Gott, lass sowas in der Art machen, Alter. Aber, das lustig, sag ich dir aber ich hätte gesagt, ich glaube Schattenkrieger und Kristallkrieger haben aktuell genug Probleme, weil das da oben hat ein Schattenkrieger nämlich gesprengt, als Rache. Ja, das Bro, hast du glaube ich gar nicht mal so richtig mitbekommen, oder? Naja, ich sag's mal so, vielleicht habe ich ja das ein oder andere da mitgespielt, aber ich werde nicht sagen. Naja, alles gut. Was weißt du?
Ich weiß gar nichts. Mein Name ist Hase, ich weiß nichts. Ja, okay. Ja. Ja, guck mal, hier ist Wolle. Ja, Timmy, Alter, sobald du was zu berichten hast, was das alles hier betrifft, dann lass mich wissen, aber ich gehe jetzt erstmal. Okay. Hau rein. Ja, tschüss. Okay, Freunde, das war auf jeden Fall einer der geilsten Folgen jetzt, nachdem ich mein Item endlich habe und den Leuten beweisen kann, Digga, es ist einfach nicht sinnvoll, sich gegen Kiro, den Höllenlord, anzufeinden oder anzulegen oder wie auch immer. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert, haut die Glocke kaputt, Alter. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von der YouTube-Episode, egal was rüber ich mache.